nur alte Karren, will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel, doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Ja, moin zusammen. Ja, wie man hört, er läuft wieder. Und wie man gerade gesehen hat, im Vorspann, er fährt auch wieder. Das Getriebe hier drin, das ist ein Schalter. Das Schaltgetriebe hier hat eine eigene Ölpumpe. Das bedeutet, da fährt kein Mensch mit, wenn er so lange gestanden hat. Da muss erst neues Öl rein und gucken, ob die Pumpe läuft. Ansonsten zerstört sich das Ding von selbst, blockiert und dann steht er da. Ja, ist schwierig. Ja, den Kühlergrill habe ich schon mal rausgenommen. Geguckt, wie schlimm es dahinter aussieht. Geht eigentlich. Kenne ich wesentlich schlimmer. Ist echt ein guter, muss ich sagen. Ja, aber als allererstes, hier ist Öl und Ölspülung drin. Also ich habe Öl aufgefüllt, Ölspülung noch oben drauf geknallt und dann geguckt, dass der jetzt eigenermaßen lange durchläuft. Der ist schon sehr aktiv wieder. Läuft ganz gut. So, nur mit dem neuen Öl sollte der Turbo dann vielleicht auch ein bisschen besser ansprechen. Mit der Ölspülung habe ich eigentlich bezwecken wollen, dass der langsam sich reinigt. Der läuft jetzt seit, also mit Fahren, mit allem drum und dran, läuft der jetzt seit 5 Stunden. Ja, sollte jetzt so langsam auch funktionieren alles. Also dass der ganze Müll da raus ist. Ja, sieht gut aus. Sieht wirklich gut aus. Wollen wir gleich das Öl rausnehmen, die Stoßstange vorne abnehmen. Die hat nämlich hier auch einen schönen kleinen Knick. Einer, der hier nicht ist. Ja. Startluftkühler ist komplett mit Flip, wie man sieht. Ja, der ist tot. Aber halt Aluminium und ungepflegt. Ne? Passiert irgendwann. Der normale Kühler sieht gut aus, eigenermaßen. Nee, sieht er nicht. Nee, der normale Kühler ist auch tot. Hab nichts gesagt. Ja, Stoßstange runter, Öl raus. Das sind so die nächsten Aufgaben. Wollen wir mal gucken. So, das kann jetzt ganz in Ruhe bis morgen austropfen. Sehr dünnflüssig, klar, ja, mit dem Zeug da drin ist das wie Wasser. Sehr gut. Kam auch einiges an Siff mit raus. Also schon gar nicht schlecht. Oh. Über Nacht kann das jetzt erstmal austropfen, wie gesagt. Und Ventildeckel dann einmal runternehmen. Gucken, wie es da drunter aussieht. Wenn die Ablaufschraube unten raus ist, kann man hier oben auch mal ein bisschen reinigen. Das läuft dann durch. Das ist gut. Ja, ansonsten war es das für heute erstmal. So, ausgetropft ist er jetzt ordentlich. Dann wollen wir mal gucken, ob wir da unter dem Ventildeckel irgendwas finden, was da nicht hingehört. Ich glaube, 13 aber nach da oben, ne? Ja, 13. Die ganzen Sachen sind bestellt, also Ventildeckellichtung ist bestellt. Von daher ja, so Gummidichtungen können mal zwischendurch mal gewechselt werden. Man hat ja gesehen, wie der Motor vorher aussah. Dass der undicht ist, ich denke mal, ist außer Frage. Warum nehme ich eigentlich nicht den Schlagschrauber? Die letzte Schraube wird schon anstrengend genug. Oh ja, das hängt auf jeden Fall schon mal fest.
Diese Dinger hier, die kennt man auch von VW. Die nerven regelmäßig. Hängen bleiben etc. Ja. Kriegt man aber auch alles neu. Also wie gesagt, ich war wieder beeindruckt. Ich habe Teile bestellt. Ich kriege wirklich jeden Quark von dem Auto, ne? Ja, und da kommst du nicht dran. Das kommt auch, wenn man das Auto fertig konzipiert hat und dann hinterher den Motor baut. Kein Witz, ist so. Ah, bevor wir das machen. So, das muss auch runter. Das ist der Kollege, der praktisch das Öl aus dem Kurbelgehäuse hier unten wieder zurückführt oder, wenn es zu viel Druck hat, in den Ansaugtrakt. Also es geht hier einmal rum und hier hinten rein. Der hat eigentlich nur die Aufgabe, wie so ein Zentrifuge, das Öl zu beruhigen. Und die Öldämpfe gehen dann praktisch in die Verbrennung zurück. Schon ganz gut durchdacht, das Auto. So. Hier ist ein O-Ring drin. Der muss auch regelmäßig mal gereinigt werden, sonst haut das da oben ab. Ne? So viel Druck ist es nicht, sollte es nicht sein. Was da oben rausgeblasen wird, dann könnt ihr eigentlich schon eine Motorüberholung fixieren und einstellen. Ach so, ein Satz Kolben für das Auto kostet 54 Euro. Nur mal so in Bezug auf Ersatzteilpreise. Ne? 54 Euro, 4 Kolben. Zum Motor. Gerade ein Buch bekommen. Da ging es darum, wie dieser Motor hier entstanden ist. Und da ist mein innerer Monk schon wieder ein bisschen durchgedreht. Da versucht mir der Autor doch zu erzählen, dass dieser Motor hier ein Vollaluminiummotor ist. Nein. Unten ist natürlich ein Gussblock. Hier unten. Der Motorblock selber ist noch von dem 2,5 Liter NA Diesel. NA bedeutet Natural Aspirated, also kein Turbo. Oh, das sieht übel aus. Ja, ja, Natural Aspirated, also Saugdiesel. Ne? Komm, geh da runter jetzt. Ja, das sieht übel aus. Das machen wir gleich erstmal sauber. Okay. Die Firma AVM in Österreich, die auch für Steyr arbeitet, hat den TDI-Kopf gebaut. Also entwickelt. Und dadurch ist das Ding entstanden. Wir haben hier oben keine Nockenwelle, wie man sieht. Nur eine Kipphebelwelle. Die Nockenwelle ist hier unten. Deswegen ist bei einem Zylinderkopf-Tausch das Ganze in einer Stunde erledigt. Reine Arbeitszeit, ne? Ich sag jetzt nicht, es dauert ungefähr eine Stunde, den Zylinderkopf runter und wieder drauf. Ne? Natürlich ist Planen und sowas alles in der Richtung jetzt nicht mit drin. Aber wenn man in der Lage ist, oh ja, ist ein bisschen wie viel Ventilspiel hat er.
0,20 soll er haben. Das ist, glaube ich, ein bisschen mehr. So. Ja, die haben den TDI-Kopf praktisch entwickelt. Läuft gut. Den ersten Versuch, 200er TDI, klappt nicht so richtig gut, aber der hier ist ganz gut. Die 200er TDI laufen auch ewig, ne? Aber der hat ein bisschen mehr Drehmoment hier. Ja. Geht über Stoßstangen. Kipphebelwelle. Ist sehr, 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 sehr langlebig. Ja, dass die Ventildeckeldichtung tot ist, muss ich nicht sagen. Ne? Die ist hingeschieden. Komplett ausgehärtet. Kann man eh mal zwischendurch wechseln. Also eigentlich beim Ventilspiel einstellen. In diesem Fall hier soll erstmal ein bisschen sauber machen. Und jetzt kommt das zum Tragen, warum ich die Ablassschraube unten noch aufhabe. Wenn ich hier oben Reiniger und sowas in der Richtung benutze, muss das Zeug auch wieder weg. Ne? Das soll jetzt nicht im Motor bleiben, weil es entfettet ja. Und Entfetten im Motor, wenn der läuft, ist nicht gut. Das ist nicht gut, das wollen wir nicht. Also ist das ganz gut, wenn das Reinigungsmittel dann so wieder rausläuft. Ne? Gut, ansonsten sieht alles relativ in Ordnung aus. Bis auf... Ja, das ist Dichtung, Gott sei Dank. Schon gedacht, hier wäre eine Feder gebrochen. Zwischen den Kipphebeln sind Federn, wie man hier sieht. Die drücken die quasi auseinander, also an ihre Position. Ja, wie gesagt, eigentlich ein relativ simpler Motor. Ja, das ist toll mit der Magnetlampe und dem Land Rover. Das ist alles aus Aluminium. Ja, so sieht das jetzt aus. Ne? Na, nichts mehr drin, schade. Ja, da sind einige Ölwechsel dran vorbeigegangen. Ja, muss alles in Ruhe gereinigt werden. Ich glaube, die ersten Probefahrten und bevor der abgegeben wird an den Käufer, er ist nämlich verkauft, dann kriegt er vorher nochmal einen Ölwechsel. Wie gesagt, das kannst du jetzt nicht bringen bei einem normalen Ölwechsel. Man hört es unten plätschern, ne, in die Ölwanne. Das läuft so wieder raus. Ne? Bei einem normalen Ölwechsel bitte nicht machen. Ja, das war die Gummidichtung. Ja. Hier ist ein bisschen Ölkohle drin. Einspritzdüse ist auch eingemockt ohne Ende. Ja, das sind die Einspritzdüsen, keine Injektoren, ne? Einspritzdüsen. Einspritzdüsen brauchen einen bestimmten Druck, um zu öffnen. Injektoren werden angesteuert, das ist der Unterschied. Die Einspritzpumpe macht praktisch, sagen wir mal, einen gewissen Druck. Ab 150 Bar, ich glaube, die sind 150 Bar, ja. Bei 150 Bar gehen die auf, zerstäuben. Wenn der Druck nicht mehr anliegt, hören die damit auf. Ne? Deshalb sind die zuverlässiger als Injektoren. Ist einfach nichts dran, was kaputt geht. Ist wirklich sehr selten, dass die mal kaputt gehen.
Und wenn, kann man die sehr, sehr, sehr billig überholen lassen. Oder selber überholen. Sind vom Typus her ungefähr, naja, nicht nur ungefähr. Ihr kennt den, den ganz alten VW TDI, den 1Z. Das ist eigentlich im Grunde genommen exakt das gleiche. Sogar die Einspritzpumpe ist gleich. Ja. Also von daher ist da schon... Ja, mein Kanal ist gewachsen mit einem Video über eine Firma, einen Bosch-Dienst hier in der Gegend. Da ist das erste Mal der Kanal mehr oder weniger explodiert in Sachen Aufrufen. Da war ich mit unserem Landy war ich bei einem Bosch-Dienst in Bolzenburg und wollte die Pumpe grundlegend stellen lassen. Ist ja durchaus, ne, ich hatte die Werkzeuge jetzt nicht da, jetzt habe ich mir alle gekauft. Aus einem gewissen Grund, weil die meinten, die gehen da nicht dran. Ich sag so, hallo, das ist wie ein VW TDI. Ja, nee, geht nicht und bla 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 bla. Ja, dann habe ich die Faxen dick gehabt. Das war schön in der Nähe, hätte ganz gut funktioniert, aber nein. Faul, inkompetent. Die Firma ist eigentlich bekannt. Ja. Ja. Und mal gucken, dass wir den Ventildeckel auch sauber kriegen. Das sieht nämlich auch schlecht aus. Dann auch schon ein bisschen. Ah ja, hier haben wir jetzt praktisch entfettet, ne? Hier sehen wir schon leichte Rostspuren. Ne? Das ist, weil der so lange stand. Kondenswasser. Ne? Klar. Den werden wir jetzt aber trotzdem ein bisschen einölen. So, jetzt nochmal, WD-40 ist kein Schmiermittel. Ne? Wir ölen den jetzt damit ein, ja. WD-40 besteht eigentlich mehr oder weniger nur aus Petroleum. Was macht das? Es löst verharztes Öl. So, und das wollen wir hier oben haben. Genau diese Eigenschaft, Ölbohrungen und so weiter, Hydroschlüssel hat er nicht. Aber wie gesagt, hier ist eine Kipphebelwelle, hier läuft Öl zwischendurch und sowas alles in der Richtung. Und das hätte ich ganz gerne frei. Ja. Gut, auch das wird sie jetzt gleich irgendwie sammeln und unten wieder rausfließen. Ne? Das ist nicht das Problem. Vorher reinigen wir das noch einmal, dann drehen wir den Motor auf Öldruck und dann ist das eigentlich ganz gut. Durch. Gut. Dann machen wir mal den Ventildeckel sauber. We'll be right back.
So, Bestandsaufnahme Nummer 1. Hier oben hat irgendeiner was draufgeklebt. Das geht. Machen wir neu. Der Träger ist wichtig hier, den gibt es nicht mehr. Das ist ziemlich das Einzige, was es nicht gibt. Das geht. Ja, wie bei jedem Blech ist Schmutz der Anfang vom Ende, ne? Ja, diese Innenkotflüge sind tödlich. Jetzt die neuen Grenzen. Das hier geht auch. Ja, die Hauptstruktur ist noch da, ne? Nur hier in der Ecke hat sich so viel Schmutz angesammelt, dass es dann doch mal gestorben ist. Dahinter sieht man schon den Kabelbaum. Deswegen muss man da wirklich aufpassen an der Stelle. Gut, sonst. Hier habe ich vorher schon gesehen. Ja, hier die Reste von den Batteriekästen. Das ist immer das Gleiche. Ja, ist nichts Tragendes, ne? Also ist jetzt auch nicht. Naja, gut, beim Unfall wäre schon schön, wenn das da vorne alles bleibt, aber. Ja. Das hier ist das Blech unter dem zweiten Batteriehalter sozusagen, ne? Also nicht wahnsinnig schlimm, ich könnte es auch raustrennen. Von der Theorie her. Ich präpariere es natürlich. Hier ist übrigens die Ansaugung. Ja. Das gleiche in Blau, grün. Hält sie auch echt in Grenzen, war bei meinem schlimmer. Ja, hier, da war der Innenkotflügel drin. Hier hinter ist der Innenraum. Ja, das ist gut. Muss ich eh alles neu machen. Geht aber. Ich weiß jetzt schon, wie viele Leute da sitzen, so vom Weg, um Gottes Willen, schmeißt das Auto weg. Nee, also meiner war wirklich schlimmer. Also der blaue, den wir fahren, jeden Tag, der war schlimmer. Oh, ich bin beeindruckt. Hier war bei meinem nix. Nix mehr. Ja. Ja, das geht wirklich. Ja, also, hatte ich schon schlimmer. Ja, super. Ja, hier ist der Innenraum hinter. Ne? Wenn man so im Auto nasse Füße kriegt, weiß man sofort, wo der Hammer hängt. Deshalb den Innenradkasten als allererstes raus. Das ist das schlimmste Teil an so einem Auto. Hier oben sieht man es auch. Überall, wo der befestigt war. Überall, wo der befestigt war, ist praktisch der Innenkotflügel von der Außenseite ab. Deswegen solche Teile. Es gibt ja viele Leute, die empfehlen, die Dinger nachzurüsten. Ich empfehle zwischendurch mal unterm Kotflügel sauber zu machen. Und dann zu gucken, dass es auch alles wieder trocken wird. Ne? Also wie gesagt, gibt schlimmere. Das geht eigentlich.
Der hat sogar noch die Bodentraversen drin. Ja, hier sieht man, was da alles hinterhängt. Ja, der Boden wird auch betroffen sein, weil hier ja überall Wasser reingelaufen ist. Ne? Das da ist der Teppich. Hier. Ja. Also von daher, ganze Arbeit. A-Säule. Ja, das geht. A-Säule ist okay. Finde ich gut. Immerhin etwas. Kotflügelkante ist okay. Ja, hier sieht man es relativ deutlich. Ja? Hier ist der Innenkotflügel. Hier. Hier ist das Außenteil. Und da ist nichts. Ne? Ja. Ist aber von der Instandsetzung her harmlos. Ja, die Halter, die gammeln immer als erstes ab hier. Die Stoßstange muss sowieso runter, um mir den Rahmen vorne anzugucken. Weil entrosten muss ich hier auch, klar. Ist aber noch stabil. Ne? Ja, ist stabil. Auch stabil. Also die Teile hier sind am wichtigsten. Ne? Hier sitzt die Karosserie drauf, auf dem Rahmen. Ja, über diese Gummipuffer. Ne? Karosserie ist mit 8 Schrauben am Rahmen befestigt. Und diese Träger, die müssen in Ordnung sein. Alles andere kannst du nachbauen. Ganz einfach. Ne? Ja, dann wollen wir morgen mal gucken, dass wir den komplett blank machen. Die rostigen Stellen raus. Ich glaube, ich habe noch genug Blech hier. Ja. Ja, das wird ein bunter Abend. Dieses Klebezeug, auch so ein richtiger Wassermagnet. Ne? Ich baue die immer mit Fett zusammen. Also hier kommt Fett drauf. Das wird abgeschliffen, grundiert. Ne? Rostschutz drauf, Lack drauf und dann kommt da Fett drauf und dann der Kotflügel. Ich mache da dieses Gummizeug nicht drauf, weil ihr seht hier, ich habe hier schon wieder blankes Blech. Ne? Da ist nichts mehr vom Lack übrig. Gut. Ja, wie gesagt. Schon schlimmere hier gehabt. Ne? Die Innenkotflügel kommen auch nicht mehr rein. Das macht überhaupt keinen Sinn. Bei dem Auto. Die zerstören immer alles als erstes. Gut. Ich würde sagen, das war's erstmal für heute. So, das war's doch für heute und ja, der Sonnenuntergang, ne? Wie gewohnt. Bis zum nächsten Video.